Als Fondsmanager mag ich Situationen, in denen verschiedene positive Parameter für einen Trade zusammenkommen. Das heißt, wenn das fundamentale Bild mit dem technischen Bild stimmig ist, wenn dann auch das Sentiment in meine Richtung geht und wir vielleicht ein Event vor der Haustür haben, was meinen Trade bestätigen könnte, kann ich entsprechend hier eine sehr gute Chance ableiten. Und so ist es momentan im Nikkei 225, wo sich ein wunderbares Shortbild aufzeichnen könnte. Der Nikkei, also der japanische Aktienmarkt, ist ein sehr spannendes Vehikel, weil er sehr stark durch die Zentralbank beeinflusst und ich möchte fast sagen manipuliert ist. Und deswegen kommt hier momentan einiges zusammen, woraus man einen schönen Trade ableiten kann. Vielleicht ganz kurz zu der fundamentalen Situation und die Bank of Japan, also die japanische Notenbank, tagt ja heute und morgen und wird dann morgen früh gegen 7 Uhr unserer Ortszeit die Ergebnisse bekannt geben. Es ist von vielen spekuliert worden schon in der letzten Woche, dass sich da was tun wird. Ich persönlich glaube es nicht. Ich denke, dass die Bank of Japan ihrer Linie treu sein wird und erstmal noch nichts verkünden wird. Man muss natürlich wissen, die Japaner sind die einzige Notenbank auf der Welt im Gestirn der großen vier, also der Fed, der EZB und der Bank of England, die noch nicht über geldpolitische Straffung nachgedacht haben. Also die EZB tapert, die Engländer werden dieses Jahr die Zinsen zum zweiten Mal erhöhen auf 75 Basispunkte. Die Amis werden diese Woche wahrscheinlich nichts machen und den nächsten Zinsschritt dann im September machen. Aber all diese großen Zentralbanken sind schon im Straffungsprozess inbegriffen. Die einzige Zentralbank, die wie gesagt noch gar nichts gemacht hat, ist die BOJ. Das liegt daran, dass sie eben sehr stark an ihren eigenen Geschäftsbanken hängt und hier auch ein solides Geschäftsmodell für die Banken ermöglichen möchte und eben auch ganz unterschiedliche Tools der Geldpolitik einsetzt. Also Dinge, die bei den Japanern möglich sind, sind bei der EZB oder bei der Fed ausgeschlossen. Zum Beispiel eben diese sogenannte Yield Curve Control, die gemacht wird, dass die 10-jährigen Anleihen momentan nicht über diese magische Grenze von 10 Basispunkten steigen dürfen. Außerdem haben die Japaner in den letzten Monaten massiv ETFs auf den Nikkei 225 gekauft, sind hier also der größte Aktionär, nicht nur im Anleihemarkt, sondern auch im Aktienmarkt über ETFs und das führt natürlich zu Verzerrung. Die Lockerung der Geldpolitik wird kommen. Die BOJ hat auch schon kommuniziert vor einem halben Jahr, dass sie bis März 2019 spätestens bekannt geben möchte, wie sie denn gedenkt, jetzt ihren sehr lockeren, expansiven Kurs langsam zu reduzieren. Also wir reden nicht davon, die Zinsen zu erhöhen oder großartige Sprünge in Richtung inflationärer Tendenzen zu machen, also wirkliche Sprünge zu machen, die eine Hyperinflation einbremsen oder ähnliches, ganz das Gegenteil ist der Fall, sondern wir reden einfach nur davon, weniger expansive Geldpolitik zu machen. Denn das, was hier gemacht wurde, ist wie gesagt sehr stimulativ gedacht, um eben Inflation zu erhöhen und das dauert und das wird nur langsam passieren. Also die BOJ wird hier entsprechend wahrscheinlich nichts machen am kommenden Dienstagmorgen. Nichtsdestotrotz ist das für mich die Zentralbank auch mit der höchsten Überraschungsmöglichkeit. Denn wenn hier tatsächlich was passieren würde, also wenn zum Beispiel diese 10 Basispunkte aufgeweicht werden und wir Richtung 30 Basispunkte gehen, das ist das, was der Markt diskutiert, also 10-jährige Anleihenzinsen in Japan hier mal wieder ein bisschen mehr steigen können und dadurch auch mehr gehandelt werden, ist es wahrscheinlich für den Yen sehr positiv und für den Nikkei im ersten Moment auch erstmal negativ. Das heißt, hier haben wir ein wichtiges Event vor der Tür, was auf jeden Fall vom Markt erstmal betrachtet werden muss. Und momentan ist es so, dass die Japaner knapp 6 Billionen Yen, also rund 46 Milliarden Euro, an ETFs jährlich kaufen. Das ist eine ganze Menge, das treibt den Nikkei natürlich auch nach oben und hat in den letzten Jahren hier auch zu einer extremen Hosse geführt. Wenn es hier einen Politikwechsel geben sollte und entsprechend weniger von der Bank of Japan gekauft wird, ist es natürlich im ersten Moment negativ hier für den Nikkei. Technisch auch eine super spannende Situation, wenn wir uns den Chart hier mal angucken. Wir sehen hier verschiedene Hochpunkte, jeweils bei der 23.000, die jeweils dreimal dieses Jahr schon angetestet wurden. Und besonders gut gefällt mir an dieser Marke von 23.000 Punkten auch, dass es der Eröffnungskurs dieses Jahr war. Und auch wenn wir den Chart mal über ein ganzes Jahr ansehen, können wir schön erkennen, dass wir immer wieder auf diesem Punkt gehandelt haben. Und dass die 23.000 hier charttechnisch einfach extrem wichtig waren. Wir haben hier den Bereich gehabt, wir haben hier das Gap zum Jahresanfang, year to date gemacht, wir sind dann hier mit verschiedenen Gaps durchgehandelt, wir haben dann hier wieder entsprechend
diese Punkte gesehen. Und wenn Charts so offensichtlich sind im Tagesbereich, wenn fundamental eben hier die Bank of Japan weniger ankauft und wenn wir vielleicht nochmal einen leichten Anstieg sehen, vielleicht eben weil dieses Meeting erstmal noch nichts bringt, würde ich diese 23.000 unbedingt nutzen, um auch einen Short aufzubauen mit einem engen Stop-Loss über dieser Marke. Es passt auch sehr gut zum saisonalen Effekt. Es passt eben auch gut zu der Situation, die wir momentan an den globalen Märkten haben, wo ich eher denke, dass wir ein bisschen tiefer gehen könnten. Ganz kurz, wie sieht es jetzt am Zinsmarkt aus? Ich finde es auch immer spannend, mir nicht nur eine Assetklasse anzugucken, wenn ich so einen Trade ableite, sondern entsprechend mehrere. Und da kann ich mir bei TradingView hier auch wunderbar die 10-jährigen Anleihen angucken, also die Rendite für 10-jährige Bonds. Und da sieht man sehr schön, was passiert ist in den letzten 5 Jahren. Die Renditen sind minimalst gefallen auf im Tief fast minus 30 Basispunkte. Und seit 2 Jahren haben wir hier diese Yield Control bei 10 Basispunkten von der Bank of Japan, also von der japanischen Zentralbank. Das bedeutet also hier die Rendite von 10-jährigen Anleihen, den sogenannten JGBs, diesen Japan Government Bonds, steigt nicht mehr über 10 Basispunkte an. Wenn eben hier diese Yield Control gelockert wird, hätte das Auswirkungen auf den Rentenmarkt. Das würde natürlich auch bedeuten, dass der Yen entsprechend fester geht und die meisten handeln dann hier wahrscheinlich den Dollar-Yen. Da waren wir ja in der letzten Zeit schon wieder ein bisschen volatiler. Wir waren ja auch schon wieder im letzten Jahr hier entsprechend an der Marke von 100 dran, haben die dann gut verteidigt, sehen aber auch hier jeweils höhere Tiefs. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn eben hier das Zinsband auch etwas gelockert wird, dass der Yen festgeht gegen entsprechend den Euro, aber auch gegen den Dollar oder auch gegen andere Währungen. Also der Yen Long wäre auf jeden Fall ein Trade, den man morgen früh ableiten kann, Nikkei Short, und wer es kann, könnte eben auch GGBs Long gehen. Tatsächlich, wenn eben hier dieser Pack fällt, also wenn diese Yield Curve Control ein Stück weit eingebremst wird, dann ergeben sich ja einige gute Chancen. Und wie gesagt, am Aktienmarkt, denke ich, ist das leichteste Bild hier wirklich im Nikkei unterwegs zu sein. Man könnte eben die Marke von 23.000 nutzen, um einen Short Trade abzuleiten. Auch hätte hier eine super Möglichkeit, um Stop zu setzen. Und wie gesagt, wenn die Zentralbank weniger ETFs kauft, dann ist es definitiv ein Short. Ich denke, wie gesagt, diese Sitzung morgen früh wird erstmal noch keine Überraschung bringen. Aber in diesem Jahr könnte man definitiv damit rechnen, dass hier trotz der niedrigen Inflation in Japan sich die Zentralbank ein bisschen bewegen wird, ein bisschen bewegen vielleicht auch muss. Weil wie gesagt, die anderen drei großen Zentralbanken haben sich schon bewegt. Und da möchte man nicht zu weit hinter die Kurve fallen. Und könnte hier eventuell auch was machen, wenn man da aktiv wird, also wenn man weniger ETFs kauft, wenn man diese Yield Curve Control aufweicht, auf vielleicht 30 Basispunkte, also egal, was man macht, aber in dem Moment, wo man den Korken aus der berühmten Flasche lässt, könnte ich mir vorstellen, dass es für Aktien hier tendenziell in Japan schwieriger wird. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der Yen das erstmal für Stärke nutzt, denn was die Zentralbank die letzten Jahre ja auch gemacht hat, ist eine massive Schwächung des Yens eingeleitet. Und sobald eben das weniger wird oder da eben auch ein Turnaround zu erkennen ist, ist es für mich nur logisch, dass der Yen temporär auch stärker geht. Und das können Trader nutzen und ich wollte euch einfach nur diese Marke von 23.000 nochmal zeigen. Habt ihr auf dem Schirm, setzt euch vielleicht einen Preisalarm, das könnt ihr hier bei TradingView auch wunderbar machen. Und wenn der Markt in diese Richtung kommt, überlegt euch vielleicht den Nikkei Short zu gehen, vielleicht den Yen dann entsprechend auch Long. Weil gerade in diesen Intermarkets gibt es viele schöne Beziehungen. Und wer meine Webseite kennt und wer meine Strategien kennt, der weiß ja auch, dass ich regelmäßig und gerne das Gegenteil von den privaten Anlegern mache. Und da ist es momentan auch so, dass sie den Yen hier massiv shorten gegen Euro, gegen Dollar. Und da denke ich mir, da kann es für die nächsten Tage und Wochen auch eine gute Idee sein, den Yen eher auf der Long-Seite zu haben. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg, wenn ihr den Nikkei tradet, wenn ihr euch heute Nacht oder heute Morgen oder morgen vielmehr die Zentralbank in Japan anguckt. Euer Fondsmanager hier aus Frankfurt. Viel Erfolg an den Märkten. Euer André Stagge.